euch, fickt euch. Weg, weg, weg. Ah, da sind sie. Weg. Aua, aua. Oh, scheiße. Fuck. Raus. Geht gar nicht. Weg mit euch. Ist meine Grafikkarte im Arsch oder? Naja. Das Haus hätten wir gesagt. Wo ich ja doch gleich wegwerfen kann. Fahren wir weiter. Super, die wissen schon, dass ich hier bin. Na super. Gut zielen und. Nice Shot. Der wäre weg. Kann ich hier Leben abstauben? Jetzt glaube ich, muss mal die Magnum nehmen. Ja, genau, die Magnum. Ich denke mal, hier sind Gegner. Ne? Oh. Das war... Bin dran. Scheiße. Reifen nicht abgekriegt. Gestanzt. Ja, das war... Ey, haben wir sie erledigt. Wenn ihr irgendwie so ein Hintergrundgeräusch hört, so ein Summen, das könnte von meinem Headset kommen. Weil zwischen dem Router und dem Laptop besteht eine Wireless-Verbindung. Irgendwie scheint es dazwischen zu funken, sag ich mal so. Durchsuchen wir denn die Gegend hier? Hier haben wir doch sicher was. Oh ja. So, das gefällt mir gleich auf Anhieb. Das wird gespeichert. Und ich denke mal, das werden auch bald genug Parts gewesen sein, dass ich hier aufgenommen habe. Und dann werde ich das mal umwandeln. Das dauert eine Weile. Das mache ich aber mit meinem Laptop. Kann ich nebenbei noch was anderes machen hier. Zum Beispiel mich ärgern, dass mein Rechner so lahm ist. Ah, lieber eine andere Waffe. Das Komische ist, ich gucke die Videos ja mit der 123 Classic Media Player an. Und die sind alle in Ami-Format 3,9 GB groß. Und trotzdem rubbelt das. Aber andere Parts irgendwie nicht. Also andere Dinge, Ami-Dateien. Ich check's nicht. Mega rüber. Vollgas aber. Was zum
Aua. Was war das? Könnt ihr mir gerade sagen, was das war? Ich check's nicht. Mein Kumpel hat das gleich probiert. Ne? Sack. Schieß mich nieder und tritt dann noch mit dem Fuß auf mich. Und Half-Life 3, Half-Life 3. Half-Life 2, Action Nummer 3. Aber ich habe ihn gekillt. Ah, die vierte. Ziemlich heftig. Was, wieso? Wieso gibt's auch hier? Ihr war vorher doch nicht hier. Oh Mann, Schluck auf. Ja, jetzt haben wir ein neues Haus, was wir erkunden dürfen. Ich hab schon das dumme Gefühl, dass wir hier gleich aufmachen. Ich glaube, ich mache einen Cliffhanger wieder. So. Ein Tor. Offenbar kriegen wir das Tor mit Hilfe eines Mechanismus auf. Das Kabel geht hier links und hier. Hm. Batterien? Wir müssen Batterien suchen. Wo finden wir Batterien? Im Auto natürlich. Wir nehmen die auch natürlich genau. Richtig gut. Schneller kann man keine Batterie reinstanzen. So, schieben wir noch den Müll weg. Und von uns. Das ist doch mal schön hier. Das passt nämlich. NLU am Leuchtturm. Wisst ihr noch? Wir sollten doch zum Leuchtturm. Das ist der Leuchtturm. Und das ist das Ende für diese Runde Half-Life. An diesem Tag zumindest. Morgen geht's
Vielleicht weiter. Oder auch nicht. Mal gucken, ob ich nach dem Feierabend noch Zeit habe aufzunehmen. Ich schätze mal nicht, weil die Platte, die jetzt voll gepumpt wird mit Daten, hat zwar noch genug Platz, aber die muss umgesteckt werden an meinen Laptop. Also, gucken wir nochmal nach, ob wir genug Muni haben. Das Speichern habe ich letztens vergessen. Also nicht vergessen, aber nicht gezeigt. Hier ist unser Speicherplatz, hier sind unsere Quicksaves. Sind immer zwei. Automatische Speichern sind da glaube ich auch immer zwei. Wir speichern hier bei Highway 17. Und sind im neuen Kapitel, Sandlöcher. Und ich denke mal, wir sind dann bald bei Nova Prospect, muss ich sagen. Das wird nicht mehr lange dauern, dann sind wir schon da. In der nächsten Runde, also in der nächsten Spielrunde. Mit Zoom können wir dahin schon Rebellen sehen, 1, 2, 3 zumindest. Tja. Und das hier ist ein Schlüsselpunkt, sag ich mal so. Gut, dann mache ich das ganz schnell und kurz. Ich danke fürs Zusehen. Und dann bis zur nächsten Runde. Half-Life 2 Deathmatch. Ne, nicht Deathmatch. Half-Life 2 auf schwer. Okay, dann. Tschüss.